Mein Thema heute, habt ihr ja schon gesehen, das ist, geht darum, ob meine und deine Vorstellung, die wir automatisch im Leben haben, ist das eigentlich eine Falle oder ist das eine Hilfe? Und zwar in der Beziehung des Lebens mit Gott, aber hört es einfach auch parallel zu. Das hat für alles seine Gültigkeit, für alle Beziehungen, in denen ich stehe, fürs ganze Leben eigentlich. Und ich weiß nicht, ob ihr die Predigt gehört habt von dem Gernot Elsner, der vor 14 Tagen hier war. Und da ging es ja um Heiligkeit, wer es nicht gehört hat. Also ich kann auch allen empfehlen, sich die nochmal anzusehen, weil er hat mir einen Steileinstieg geliefert, wo ich dachte, oh, wir haben uns nicht abgesprochen. Aber er begann damit, wie ein Bild, was ihm seine Oma geschenkt hatte, über den schmalen und den breiten Weg, wie das seine Vorstellung blockiert oder Vorstellung geprägt hatte von Heiligkeit und ihn von daher blockiert hatte für lange, lange, lange Zeit. Und heute soll es genau um dieses Thema gehen, inwieweit helfen uns Vorstellungen oder können sie uns auch wirklich total blockieren im Glaubensleben. Und das Thema hat was mit meinem eigenen Leben zu tun. Ich erzähle nachher noch eine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Wie kam ich überhaupt auf dieses Thema? Und wir machen jetzt mal ein kleines Experiment. Und zwar, ich sage mal Urlaub. Denk mal an Urlaub. Und jetzt bin ich sicher, dass in eurem Kopf irgendwas aufgetaucht ist, irgendein Bild. Wahrscheinlich nicht diese Bilder, das sind nämlich meine. Da war ich jetzt gerade. Ich habe nämlich Urlaub gemacht. Links, unten, bei Füssen. Nicht so weit von hier. Und ich bin aber sicher bei euch, ihr hattet irgendwelche Bilder im Kopf. Und ihr würdet mir jetzt nicht einen Vortrag darüber halten, was Urlaub für euch bedeutet, sondern bei dem Wort Urlaub sind euch bestimmte Bilder in den Kopf gekommen. Und mit den Bildern nicht nur die Bilder, sondern auch Emotionen. Bei wem war das nicht so? Okay, Experiment 1 ist schon mal gelungen. Wir denken nämlich alle viel schneller in Bildern als in Sprache. Das Bildgedächtnis ist älter als da, wo sich Sprache ansiedelt. Das Bildgedächtnis ist noch im Stammhirn. Und früher, und ein Bild, und deswegen redet Gott auch so gerne zu uns in Bildern, weil ein Bild ist meistens verknüpft mit Emotionen, eigentlich immer irgendwo auch mit Emotionen verknüpft. Und ein Bild sagt einfach viel schneller etwas, als ich das in einem langen Satz sagen kann. Und Bilder sind extrem wichtig für uns. Wir denken viel schneller in Bildern, als wir mit Worten denken könnten. Und die Sprache selber, die verdichtet eigentlich nochmal Bilder in unserem, die wir überhaupt haben in uns. Und es ist also ganz normal, dass ich in Bildern und in Vorstellungen denke, weil es einfach auch in uns so angelegt ist. Aber das Spannende ist, dass es eigentlich ziemlich wichtig ist, jetzt noch mal tiefer zu gucken. Ich sage mal das Wort Braut. Jetzt die Leute, die hier im Westen, in der westlichen Hemisphäre, in der westlichen Welt an Braut denken, haben irgendwie in der Art so ein Bild vor Augen. Kann ein bisschen andere Kleidung haben, aber es ist irgendwie so. Aber ich weiß nicht, ist hier jemand aus einem ganz anderen Kontinent? Ja, hier, aus Afrika. Hattest du sowas vor Augen? Oder ich weiß nicht, ob du in Afrika aufgewachsen bist. Oder hattest du ein anderes Bild vor Augen? Sowas. Ja, ich habe gesehen, in Afrika ist das jetzt, hat sich das auch schon durchgesetzt. Aber würden wir jetzt nach Indien gehen, die haben ein ganz anderes Bild davon, wie Braut aussieht. Und da würde sofort sowas auftauchen vor den Augen.
und nicht, was wir hatten. Das heißt, die Bilder, die wir haben, sind auch noch verbunden mit dem Kontext, mit dem kulturellen Kontext, in dem wir aufwachsen und mit den Erlebniszusammenhängen, in denen sich bei uns diese Bilder eingeprägt haben. Und das, wenn man allein das jetzt wahrnimmt, dann hat es natürlich ein gewisses Risiko. Denn wenn jeder letztendlich mit dem Bild, was er hat, auch einen kulturellen Kontext verbindet, in dem er das entwickelt hat, und wenn er mit den Bildern auch noch bestimmte Erlebnisse verbindet, die müssen ja nicht immer positiv sein. Denken wir mal, es gibt ja diesen Film, gehen wir nochmal zurück, Die Braut, die sich nicht traut. Stellen wir uns mal vor, einer von euch hört jetzt, ist die Braut, die sich nicht getraut hatte, und hört Braut. Was verknüpft der alles mit diesem Bild? Angst, Scham, alles Mögliche. Ganz anders jemand, der sich gerade noch darauf freut, irgendwann werde ich heiraten, in dem steigen Sehnsüchte empor. Und diese Sehnsüchte sind auch ziemlich gefährlich, weil wenn ich, bevor Sehnsüchte sich überhaupt in irgendeiner Art und Weise erfüllen, habe ich meine Vorstellung. Und jeder weiß so ein bisschen, der älter wird, dass die Vorstellung davon, wie ist dann vielleicht meine Braut oder wie ist mein Bräutigam, sehr hinderlich sein können, weil sie mit der Realität clashen dessen, wie dann wirklich der Mensch ist. Also Vorstellungen sind nicht einfach ungefährlich. Jetzt, wenn wir in das Leben mit Gott hineinkommen, wird es ja noch interessanter. Da heißt es nämlich in der Schrift, kein Auge hat je gesehen und kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Wenn wir jetzt in die Ebene des Lebens mit Gott hineinkommen, da versagt unsere Vorstellungswelt ziemlich, weil wir plötzlich in der Ebene, wenn wir mit Gott in Beziehung kommen, in eine Ebene von Beziehung mit einem Wesen des Geistes zu tun haben. Und dadurch, der in einer ganz anderen Höhe, in einer ganz anderen Welt lebt und der auch unter ganz anderen Gesetzen, also wo ganz andere Gesetzmäßigkeiten herrschen, alles, was wir hier nicht kennen, wo wir noch keine Bilder haben und keine Erfahrungsbilder. Und das macht es so ein bisschen schwierig, weil wenn ich denke, ich kann mir alles vorstellen, was Gott hat oder was er sagt, dann kann ich ganz leicht in die Irre laufen, ja? Denn wenn ich denke, meine Vorstellungen sind richtig, dann können sie das Leben mit Gott eingrenzen oder total blockieren. Und dann sind wir vielleicht überhaupt nicht mehr in der Lage zu empfangen, was Gott uns tatsächlich geben will, weil es eben über unsere Vorstellungen hinausgeht. Und wir begrenzen dann Gott mit unseren Bildern, die wir haben. Aber Gottes Wort, das er an uns richtet, das erweckt automatisch in uns irgendwelche Assoziationen, Vorstellungen, Bilder. Ihr kennt alle zum Beispiel das Wort Vater. Wir wissen das aus der Seelsorge, muss ich euch nichts erzählen. Mit dem Wort Vater verbindet jeder so viele Ebenen der Erfahrung. Er hat sein Bild von sein natürliches, entfaltetes Bild, lange Zeit meistens, bevor er Gott kennenlernt. Und dann begegnet er der Aussage in der Schrift, Gott ist Vater. Und natürlich kommt sofort eine Vorstellung, weil wir so angelegt sind. Und natürlich kommen diese ganzen Assoziationen und Bilder in einen Begriff hinein, der für uns schon gefüllt ist. Und das ist ein Problem,
in gewisser Weise mit dem, wenn wir das Wort Gottes lesen und nicht kritisch gegenüber dem sind und nicht aufmerksam gegenüber dem sind, was, was passiert eigentlich automatisch, was entstehen da für Bilder in uns. Diese inneren Bilder können wir nicht verhindern, aber wir dürfen lernen, sie mit Hilfe des Heiligen Geistes mal durchscannen zu lassen, ob sie tatsächlich stimmen. Und ganz besonders entfalten sich stark festgefahrene Bilder in uns durch religiöse Erziehung. Wenn, ich weiß nicht, wer von euch in solch einer Art Sonntagsschule war wie ich. Ich war erst in der evangelischen Kirche im Kindergottesdienst und später habe ich selber Sonntagsschule in einer Freikirche geleitet. Und als ich da anfing, stellte ich zu meinem Erstaunen fest, dass es da sowas gab wie Flanellbilder. Und dann wurden die Geschichten immer mit so Flanellbildern erzählt, ja. Und da war so ein grünes, ich weiß nicht, so Stoff und das haftete darauf, ja. Und man hatte also dann, das war das Modernste, was es damals gab, Flanellbilder. Ich fand das nicht modern, ich fand das etwas schräg. Wir haben es dann auch irgendwann anders gemacht. Aber die Bilder, die Kindern vermittelt werden, die bleiben hängen. Das sind ganz tief verhaftete Bilder. Und der Gernot Elzner hatte das ja auch erzählt. Der hat von seiner Oma ganz früh so ein Bild bekommen, das hing dann über seinem Bett. Und das bedeutete, so ist das mit der Heiligkeit und so sieht es aus. Und der brauchte keine Predigt über Heiligkeit zu hören. Der hat sich nur das Bild angesehen und es hat völlig gereicht. Dieses Bild hat sich ganz tief in sein Herz eingeprägt und hat ihn ganz schön behindert. Und diese religiöse Erziehung, die wir genossen haben, mehr oder weniger Bilder geprägt, je nachdem, können uns also auch verprägen. Und ich sage das als eine Warnung, weil solche Sachen müssen wir wirklich nochmal angucken. Wir sehen das in der Bibel ganz viel, dass Menschen blockiert waren, den Weg Gottes zu erkennen, weil sie schon ihre Bilder hatten. Ein ganz bekanntes Beispiel sind die religiösen Führer in Israel zur Zeit Jesu. Die hatten eine gewaltig genaue Vorstellung davon, wie ist der Messias? Weil sie wollten ihn ja auch erkennen. Wenn er kommt, müssen wir ja irgendwie wissen, woran erkennen wir ihn. Und sie hatten aus der Schrift sich so ein Bild gemalt und hatten bestimmte Kriterien entworfen. Das und das und das muss er alles können und das muss er tun. Hat er alles getan, aber sie wollten ihn trotzdem nicht anerkennen, weil in ihrer Vorstellung nicht drin war, er ist Gottes Sohn. Er ist gottgleich. Das gab's nicht. Ja? Davids Sohn, ja. Aber Gottes Sohn und den Anspruch, den Jesus dann hatte, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Das war nicht in der Vorstellung drin. Das war nicht in ihrem entworfenen Bild drin. Und deswegen haben sie Jesus wegen ihres Bildes abgelehnt. Er passte nicht da rein. Und auch in das Bild von Judas hat Jesus nicht reingepasst. Und insofern kann eine falsche Vorstellung absolut tödlich und zerstörend sein für eine Beziehung mit Gott. Das ist also nicht irgendwie so ein Thema. Und im weltlichen Bereich sehen wir im Moment, wie stark Vorstellungen über Leben und Tod entscheiden können. Wenn man sich die Flutberichte angeguckt hat, eines, was die Leute immer wieder sagen, und auch diejenigen, die eben mit der Warnebene beschäftigt waren, nicht auf der allerhöchsten Ebene, die vom Wetterdienst, die wussten schon, was das bewirken kann. Aber die anderen haben gesagt, das konnten wir uns nicht vorstellen.
Wir konnten es uns nicht vorstellen. Wir haben kein Bild dafür gehabt. Sowas war noch nie passiert. Die Vorstellung erlaubte uns, hat uns nichts alarmiert. Wir haben das ja bis jetzt noch nicht erlebt. Und wir konnten uns nicht vorstellen, dass es so schnell passieren kann, weil wir haben bis jetzt kein Bild dafür in unserem Land gehabt. Das ist ab jetzt völlig anders. Jetzt kommt eine Regenwarnung und jeder ist alarmiert. Und ich habe gerade in Füssen, also da unten, sowas erlebt. Und zack, Hagel. Und ich dachte, so schnell geht das. Also, und dann sofort ist man alarmiert jetzt. Ja? Also die Vorstellung, die sich gebildet hat, hat also im Natürlichen ganz viel damit zu tun, habe ich es denn überhaupt schon mal gesehen? Aber das ist nicht das Kriterium. Und auch Jesus sagt, er warnt auch und er sagt, das Kriterium ist nicht, kannst du dir das vorstellen, sondern du weißt es nicht, du kannst dir nicht vorstellen, was Gott tun will und was er vorbereitet hat. Deswegen nimm das ernst, wenn ich es sage, auch wenn du es dir nicht vorstellen kannst. So, jetzt hat also Gott durchaus ein Kommunikationsproblem mit uns. Die Frage ist natürlich, wie löst er das? Er hat ja schon so auf vielerlei Art und Weise versucht, mit dem Menschen zu reden. Und dann hat er sich zum Schluss entschieden, er wechselt die Sprachebene. Und da heißt es in Hebräer 1, Vers 2, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Gott, sag ich mal, spricht jetzt die Sohnessprache. Nicht Englisch, nicht Hebräisch. Er spricht die Sohnessprache mit dem Menschen. Und er gibt dem Menschen ein Bild. Er redet nicht nur Worte, sondern er gibt ihm ein Bild davon, wer bin ich. Er wird Mensch in dem Sohn. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir uns das Bild, das Gott uns selber anbietet, dass wir uns das zusammen mit dem Heiligen Geist angucken. Aber ohne den Heiligen Geist verstehen wir auf gar keinen Fall einfach das Bild. Man könnte ja denken, das muss doch reichen. Gott gibt uns ein Bild, das müssen wir doch verstehen. Ne? So, haben die Jünger das verstanden? Haben sie verstanden, was sie sehen? Haben sie nicht. Und Jesus fragt die Jünger, so, wie ist es eigentlich, wofür halten denn die Leute den Menschensohn? Und ihr wisst, und dann kommt Petrus und sagt, ja, du bist der Sohn Gottes. Diese Dimension, du bist der Sohn Gottes. Da sagt Jesus, das hast du nicht einfach mit deinen natürlichen Augen gesehen. Das hast du gesehen, weil du eine Offenbarung bekommen hast. Das heißt, Gott hat dir die geistlichen Augen geöffnet. Und du konntest etwas sehen, was du einfach im Natürlichen so nicht sehen kannst. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Wir brauchen immer Offenbarung. Und wir sind nicht in der Lage, Gott zu erkennen ohne Gott. Es geht einfach nicht. Wenn der Heilige Geist uns nicht die Augen öffnet, dann können wir, sehen wir nur mit den Bildern, die wir haben, schon auf Jesus. Aber wir brauchen mehr. Wir brauchen, dass er uns wie diese Bilder auch nochmal durchleuchtet und dahinter erscheint als das, was er uns wirklich zeigen will. Und deswegen ist Gottes Kommunikationsproblem, trotzdem, dass er die Sohnessprache spricht, trotzdem, dass er uns ein Bild gibt, nicht einfach aufgehoben. Man könnte ja denken, was? Gott hat Kommunikationsprobleme? Hat er.
Und wir kennen das ja auch aus anderen Beziehungsebenen. Wir haben ja oft auch unsere Kommunikationsprobleme. Und die haben auch ganz viel damit zu tun, dass ich habe meine Vorstellung und du hast eine ganz andere. Ich sage Teekanne, du hast ein völlig anderes Bild als ich. Ja? Kauf mir mal eine Teekanne, da kommst du was weiß ich mit was an. Und ich wollte so ein niedliches kleines Kännchen haben, ja, so für eine Tasse. So, ne? Und der andere bringt mir einen riesen Tee. Also wir haben einfach schon untereinander unsere Kommunikationsprobleme, aber Gott hat sie auch mit uns. Und es ist nicht einfach total aufgehoben, selbst nicht nach der Auferstehung. Nämlich Petrus, religiös vorgeprägt, sitzt da hungrig, ne? Und Gott schickt ihnen Bilder. Bilder von dem, was er essen soll, was alles so unrein ist im Judentum. Und er sagt, auf Petrus, iss, ne? Und er redet mit ihm einfach erstmal in Bildern. In Bildern, wo sofort Petrus darauf reagiert, weil er hat diese Bilder als nein. Das rühre ich nicht an, das mache ich nicht, damit gehe ich nicht um. Das ist zutiefst seit Kindheit drin, das kommt sofort automatisch, die Abwehr kommt. Und es kommt dreimal. Und dann sagt Jesus, dann sagt die Stimme nur des Heiligen Geistes so, wenn ich was rein nenne, dann nenne du das bitte nicht unrein. Und Gott kommt nach der Auferstehung, nach dem, was sie alles erlebt haben, trifft immer noch der Heilige Geist, auch bei den Jüngern, auf diese festgefahrenen Vorstellungen, die mühsam durchbrochen werden. Und wenn wir das Leben von Petrus in der Apostelgeschichte und also in den Briefen von Paulus weiterverfolgen, ist für ihn dieses Problem nie wirklich total durchgebrochen. Das war wahrscheinlich so tief in ihm, nein, also mit den Heiden und zusammen essen und so, nein, eigentlich geht es nicht und die sind doch unrein und so, obwohl er von Gott anders gehört hat. Und nur um euch zu sagen, das ist ganz normal, dass wir damit, also dass Gott mit Bildern kämpft, die in uns sind und dass es für uns auch nicht immer leicht ist, falsche Vorstellungen loszulassen. Wie komme ich auf dieses Thema? Jetzt erzähle ich euch mal meine Geschichte. Und zwar gemeinsam vor Pfingsten. Das hat nämlich was tatsächlich auch mit dem Gebetshaus zu tun. Gemeinsam vor Pfingsten, als das anfing, das war im Jahr 2020 das erste Mal. Wir haben ja dieses Jahr schon das zweite Jahr gehabt. Und als es also anfing, da war ich im Hintergrund mit ein paar Leuten im Gebet involviert für Gemeinsam für Deutschland und dann Gemeinsam vor Pfingsten. Und ich habe mich da wirklich engagiert. Und ich bin in eine Falle gelaufen, das habe ich erst später eben durch den Heiligen Geist, hat mir das offenbart, von der ich also gedacht habe, in die laufe ich nicht mehr. Und zwar in die Falle, mir vorzustellen, wenn jetzt an Pfingsten, da muss was passieren. Und das muss irgendwie knallen. Und da muss irgendwie was, also was verändert sein im Land. Und das muss man spüren. Und es gibt ja so diese Erweckungsbilder. Ja? Also ich bin nach meiner Rehbekehrung, da erzähle ich gleich noch was dazu, dann über die Jesus People Bewegung in Berlin, da war ich drin bei Volkert Spitzert in der Gemeinde und so, also schon lang, lang her. Aber wir hatten unsere Vorstellungen von dem, was die nächste Welle, auf die wir immer warteten, an Erweckung sein würde und was, wie das wäre und was Gott tun müsste. Und dann kam sie nicht. Und dann kam sie nicht. Und irgendwann, da hatte ich so voll, dass ich gesagt habe, ich glaube daran gar nicht mehr. Bis so vor 5 Jahren oder 6 Jahren der Heilige Geist plötzlich diese Bremse in mir löste und sagte, doch, doch, sehr wohl, es kommt eine Dimension. Und dann habe ich wieder angefangen, langsam meine Bilder zu machen. Und jetzt bei Gemeinsam vor Pfingsten, da habe ich dann tatsächlich gedacht, oh, das, da wird was passieren. Ja. So, und da passierte nichts, was ich mit meinen Augen als den großen Knall und
der Heilige Geist ist im Land eingebrochen oder so, gesehen habe. Und ich war sauer. Und dann spürte ich, wie der Heilige Geist so auf meine Schulter klopfte und meinte, du, wir müssen mal reden. Und dann hat er mich so gefragt, na, wie geht's denn so? Und dann sagte ich, ich bin sauer auf dich. Und dann kam es raus. Und hab so gesagt, ich hab gedacht und du hast gar nicht und so. Und dann ging es los mit dem Thema Vorstellung. Und endete in Tränen bei mir, weil ich zum ersten Mal da erkannte, dass ich mir einen langen Weg weg von Gott hätte sparen können in meinem Leben. Ich bin evangelische Kirche eigentlich groß geworden und hatte mich als Kind schon mal selber bekehrt, das ist eine andere Geschichte. Aber als ich mit 14 dann konfirmiert werden sollte, hatte ich das war eine besondere Kirche in Frohnau, die hatte so Milchglasscheiben und wir Kinder wurden immer in den Raum geschickt, wo wir durch die Milchglasscheiben dann in die Kirche gucken konnten, wenn Abendmahl war. Wir haben natürlich nichts gesehen. Ja? Wir haben immer gedacht, was machen die denn da? Warum müssen wir draußen sein und können noch nicht mal sehen, was da stattfindet. Und ich habe mir natürlich alles Mögliche ausgemalt, was da Heiliges passiert. Ich meine, dachte, okay, wenn ich jetzt endlich zum Abendmahl das erste Mal gehen darf und drin bleiben darf und nicht rausgeschickt werde, dann muss doch was passieren. Das muss ich doch irgendwie, da muss irgendwie eine religiöse Erfahrung, habe ich erwartet. Und mit großem Eifer, ich durfte mir meinen Konfirmationsspruch selber auswählen, mit großem Eifer habe ich den ausgesucht, über den bin ich heute noch glücklich. Was habe ich mir ausgesucht? Lebe ich, so lebe ich dem Herrn, sterbe ich, so sterbe ich dem Herrn. Ob ich lebe oder sterbe, bin ich des Herrn. Yeah, yippie. Und ich erwartete, es passiert was. Und es passierte nichts. Ich hatte kein Gefühl, null, gar nichts. Und ich war so enttäuscht von Gott, weil ich nicht wusste, dass ich enttäuscht war von meiner Vorstellung. Aber ich war so enttäuscht von Gott, dass ich tatsächlich gesagt habe, so, das war's, jetzt gehe ich nicht mehr in die Kirche, jetzt kannst du, und tschüss. Und tschüss, war's. Und ich habe richtig gebrochen. Ich bin nachher aus der Kirche ausgetreten. Ich bin in die 68er-Generation da hineingekommen. Und es dauerte 10 Jahre. Und mein Leben verlief in einer Richtung, da hätte ich mir viel sparen können. Es dauerte 10 Jahre, bis Gott mein Kindergebet erhört hat und erinnere mich immer daran, dass du für mich gestorben bist. Das hat er dann auf sehr spektakuläre Weise gemacht. Wer meine Geschichte mal hören will, Podcast-Serie 1, da erzähle ich dir. Genau. aber da habe ich geweint, als der Heilige Geist mir aufgezeigt hat, guck mal, das hättest du dir sparen können. Du warst sauer auf Gott, aber das war nur, weil du dir Vorstellungen gemacht hast, die nicht stimmten. Und dieses Thema hat mich von seitdem gepackt und seitdem arbeite ich also mit diesem Thema und sehe, was das eigentlich alles beinhaltet. Und sehe vor allen Dingen tatsächlich jetzt auch, wie oft sich Menschen abwenden von Gott, weil er ihre Vorstellung nicht erfüllt. Wie sie denken, er hätte zu handeln oder was sie sich von ihm vorstellen. Und sie brechen mit Gott. Und das ist doch eine Katastrophe. Und deswegen hoffe ich auch, dass das Teaching heute euch, die ihr das hört, davor bewahrt oder auch ein Stückchen vielleicht auch zurückholt, dass ihr eine andere Haltung gegenüber euren Vorstellungen nehmt. Und zwar, was brauchen wir eigentlich für eine Haltung? Und ich denke, wir brauchen als erstes eine demütige Haltung unseren eigenen Vorstellungen gegenüber, eine nicht sie absolut zu setzen,
nicht zu sagen, wie ich es mir vorstelle, ist richtig, sondern wie ich es mir vorstelle, ist meine Vorstellung und mehr ist es nicht. Es ist nicht gleichzusetzen mit Wahrheit, es ist nicht gleichzusetzen mit so hat das Gott auch gemeint, es ist erstmal meine Vorstellung. Und ich darf sie auf der offenen Hand tragen. Und wir dürfen das lernen. Und ich nenne das mal, wir brauchen eine Vorstellungsflexibilität. Wir brauchen ein, dass wir locker damit umgehen können. Nicht so, sondern so Gott. Das ist meine Vorstellung. Ja, das ist mein Traum. Ja, aber jetzt, zweiter Schritt, brauche ich dich, Heiliger Geist. Und jetzt bitte guck dir das mal an. Und zeig mir, was ist das eigentlich, kommt das dem nahe? Ist das jetzt hilfreich, was ich mir da vorstelle? Oder verrenne ich mich damit und blockiere, was du tun willst? Auch prophetische Worte lösen bei uns Vorstellungen aus. Wenn jemand mir was zuspricht, das und das will Gott in deinem Leben tun, zack, 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 habe ich ein Bild. Denke nicht mehr daran, ist das auch, dass es ein Bild ist, was ich entwerfe, sondern meine, ich habe ja von Gott gehört. Nein, habe ich nicht. Gott hat was gesagt. Ich habe mir was vorgestellt. So, das sind zwei Ebenen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Hilfe des Heiligen Geistes, also als Scanner und als Weiter, also wirklich so, der uns dann auch das wieder aus der Hand nehmen kann und uns helfen kann, andere Bilder zu entwickeln, weil ohne Bilder geht's nicht so gut. Und deswegen ist ein Gebet ein ganz, ganz schönes Gebet. Ich liebe es. Nämlich in Epheser steht es, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch, und ich mache es immer ganz persönlich, gib es mir, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ich dich erkennen kann. Und gib mir erleuchtete Augen des Herzens, damit ich erkenne, zu welcher Hoffnung ich von dir überhaupt berufen bin. Damit ich es erkenne und nicht, und das was das Gebet ist ja, ich habe natürliche Augen und mit denen habe ich Bilder, aber ich brauche geistlich geöffnete Bilder. Ich brauche ein Bild, das in der himmlischen Ebene sieht. Und das kann ich nur mit dem Geist und das kann ich nur mit den Augen des Herzens. Wir haben ja zwei Paar Augen, nämlich die natürlichen und die Augen des Geistes. Und wir haben auch zwei Paar Ohren und alle Sinne, die wir haben, sind nochmal im Geist. Und wir kommunizieren auf der Ebene mit Gott. Augen des Herzens, erleuchtete Augen, die das sehen, was Gott mir zeigen will und die dann auch ein durchaus vielleicht verändertes Bild vom Heiligen Geist geschenkt kriegen. Und was hilfreich ist, ich male oft mein Bild, also ich stelle mir das vor, oft wie so eine Leinwand, hier stehe ich, projiziere mein Bild auf diese Leinwand und dann kommt der Heilige Geist von der anderen Seite und er holt dieses Bild ab und dann fängt er an, es zu korrigieren. Dann fängt er an, dieses Bild auszugestalten. Dann fängt er an, mich in den himmlischen Räumen, in diese Wirklichkeiten hineinzuführen, die ich mir nicht ausdenken kann. Ich kann mir schon was imaginieren, aber ich kenne ja die geistige Welt. Je weniger ich es geübt bin, desto weniger. Und wenn ich es geübt bin, habe ich auch da Bilder, die nicht absolut zu setzen sind. Es ist immer alles ein Wachsen in der Erkenntnis. Und wenn ich diese Hilfe begehre vom Heiligen Geist, dann brauche ich als nächstes... Ach, ist ja gar nicht gekommen. Warum denn nicht? Ach, da. Aha. Genau, also Haltung und Hilfe, also und das Gebet. Hat nicht geklappt. Aber jetzt. Jetzt kommt als nächster Schritt dann Umdenken. Nicht umsonst sagt ja Jesus, tut Buße, denkt um. Denkt um. Und das hört unser Leben nicht auf. Glaubt man nicht, dass ein Moment in eurem Leben es aufhören würde, dass ihr umdenken müsstet. Wenn ihr denkt, ich hab's alles, ich weiß es alles, ist mir alles klar, sehr gefährlich.
sehr gefährlich. Wir sind nämlich ständig darauf angewiesen, dass Gott uns weiterführt. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ich kann euch leider nicht alles sagen. Geht nicht, ihr versteht es noch nicht. Ja? Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er euch alle Wahrheit auf einmal sagen. Und dann habt ihr sie. Und dann könnt ihr damit losgehen und sagen, ich habe die Wahrheit erkannt. Ja. Nein, nein. Er führt uns in alle Wahrheit. Schritt um Schritt. Das heißt, wir werden sie nie bis zuletzt hier erkannt haben. Und spannend, in der Ewigkeit haben wir für immer Offenbarungszeit. Es wird nicht aufhören. Glaubt man nicht, wir wissen dann alles. Nee, nee. Gott zu erkennen, das ist ewiges Leben, sagt Jesus. Dass ihn, der wahre Gott ist und den, den du gesandt hast, erkennen. Das ist das ewige Leben. Sorry, ich muss euch eine Illusion nehmen. Es ist nicht einfach, bing, nachher, dann haben wir es. Nein, aber das ist das Spannende. Gott erforschen in Ewigkeit, Gott erkennen in Ewigkeit, von ihm belehrt werden, wer er ist in Ewigkeit. So, und Umdenken bedeutet, ich bringe Gott meine Bilder, ich empfange von ihm neue Erkenntnis und weiß, sie ist immer nur Stückwerk. Aber ich behalte mein Herz offen, dass ich Neues lernen kann, dass ich Neues empfangen kann. Und stellt euch mal vor, wie es den Jüngern ging. Die haben ja gedacht, sie kennen Jesus. Ganze Zeit mit ihm zusammen. Dann kommt die Auferstehung. Ja? Und dann ist schon mal so ein komischer Jesus da. Der geht durch die Wände, so kommt und geht. Und dann sitzt er da und macht Feuerchen. Und ja, und so. Ist der gleiche Jesus? Nein. Haben Sie gedacht, Sie kennen ihn? Ja. Nach der Auferstehung ist er nicht der gleiche Jesus, den Sie gekannt haben. Da ist er plötzlich, erscheint er schon für Sie in einer anderen Dimension. Dann kommt Johannes der auf Insel Patmos. Jetzt komm noch mal höher. Oh, da kommt aber eine ganz andere Ebene von Erkenntnis Jesu. Die hatten die alle noch nicht so gehabt. Er ist plötzlich, sie sehen ihn als den Menschensohn und den Gottessohn und verhöhnt. Er sieht ihn als den Richter, er sieht ihn als den, der die Gemeinden richtet. Er hat ein völlig anderes Bild plötzlich. Ja, wenn die jetzt bestanden hätten auf dem, nö, das ist falsch. Also, was ist denn das hier? Das kann gar nicht stimmen. Ja? Ich werde hier verführt. Ja, das müssen wir uns mal vor Augen halten. Die haben ja wirklich, die waren noch mit Jesus zusammen. Das ist er nicht. Das geht gar nicht. Ja, wenn man so auf seinen Bildern beharrt, dann werden wir nicht wachsen in der Erkenntnis Gottes. Und wir müssen das wissen. Wir brauchen diese Haltung von, ich will neugierig sein. Ich bin bereit, wie Paulus sagt, das, was ich erkannt habe, lasse ich hinter mir. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und vor mir liegt immer mehr Erkenntnis von dem, wie Christus wirklich ist. So, das war jetzt so Teil 1, jetzt kommt Teil 2 und jetzt will ich mal ganz praktisch werden und eine Vorstellung attackieren und heute euch ein neues Bild dafür geben und ich hoffe, das gelingt mir auch mit dem Vorbehalt, auch dieses Bild ist nur ein vorläufiges Bild, aber es ist ein Bild, was vielleicht hilfreich sein kann, weil immer wieder begegnet es mir, wenn ich auch gestandene Christen langjährig egal welches Alter in Christus, dass die Leute plötzlich sagen, ich fühle mich von Gott getrennt. Ich fühle mich so weit weg. Kannst du für mich beten? Und das mache ich nicht. Sondern sollte euch das auch so gehen, dann sitzt ihr hier richtig. Denn ich attackiere dann eine Vorstellung. So, denn wir haben tatsächlich ja alle ein inneres Erfahrungsbild von Gott getrennt. Denn wir haben das ja alle erlebt, was es bedeutet, von Gott getrennt zu sein. Das war unser Seinszustand vor der Bekehrung. Und das heißt, da ist eine Erfahrung, da ist ein Bild, das sind auch Gefühle von diesem
ich bin von Gott getrennt. Und das hatte auch seine Berechtigung, weil wir es auch waren. So, und das ist ja genau das Ding, was Gott attackiert und sagt, so den Zustand, den hebe ich jetzt auf. Jesus wird Mensch, aber er ist Menschensohn und Gottessohn. Und da schon, eben das ist eben das ganz Neue, da ist schon das, was Gott schaffen will, nämlich die ewige Verbindung des Menschseins mit dem Gottsein. In Christus, auf die Erde gekommen. Und zwar ohne Trennung, ohne je eine Trennung gehabt zu haben. Und immer in der Verbindung, immer als Menschensohn in der Verbindung mit Gott. Als Gottessohn in der Verbindung mit dem Menschensohn. Das waren nicht zwei Söhne, sondern das war ein Sohn, der immer in der Verbindung war. Und das gab es vorher nicht. Es gab nicht wahrer Mensch und wahrer Gott auf der Erde. Gab es nicht. Und das verändert eben das Bild völlig. Und Gott hat sich vorgenommen, uns in diese untrennbare Ebene hineinzubringen. Und die Frage ist, wie macht er das jetzt? Und wie sieht das tatsächlich aus? Ich gebe euch mal das erste Bild, das wir alle sehr gut kennen. Warum funktioniert das hier mal nicht? So, nämlich Christus am Kreuz. Das ist so eigentlich das Bild dafür. Christus, wie die Schrift sagt, ist für uns gestorben. Und das ist eine allgemeine Aussage, die stimmt für jeden. Ob er das glaubt oder nicht. Christus ist für jeden gestorben. Und das ist eigentlich so das Bild dafür, dass normalerweise gebraucht wird und das überall immer hängt. Heute bin ich wieder an so einem Kruzifix vorbeigekommen, wo es dann eine Einladung war, guck dir nicht nur die Schönheit an, sondern hier siehst du ein Wunder Gottes, ja? Und entdecke das. Christus für uns gestorben. So, aber es stimmt eben erstmal nur allgemein. Was passiert denn, wenn ich es persönlich glaube und für mich annehme? Dann komme ich nämlich in die erste Stufe der Verbindung, die Gott, sondern dieses, ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt Paulus im Galater. Das ist die erste Stufe, die passiert, wenn ich an Christus annehme, persönlich, und sage, ich will, dass du mein Herr bist. Komm du in mein Leben. Was hat Gott alles schon gemacht, damit das dann passiert? Erste Stufe, was er gemacht hat, er hat mich mit Christus am Kreuz verbunden. Und normalerweise haben wir dafür eigentlich kein Bild. Was heißt das denn? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und wenn wir auf das Kreuz schauen, sehen wir Jesus am Kreuz. Aber, und das ist eben eigentlich das Spannende, dass wir sind mit Christus gekreuzigt. Und ich habe jetzt mal versucht, das irgendwie bildlich darzustellen. Ich, Rosemarie, bin mit Christus gekreuzigt. Da bin ich schon sehr fröhlich, weil ich schon in die Auferstehung gehe. Aber wenn wir das Kruzifix immer nur so sehen und sehen da immer, ja, Jesus ist gestorben. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Jedes Mal, wenn ich das Kruzifix sehe, da sage ich, Jesus, da hänge ich auch. Da hängen wir beide. Da sind wir mit zusammen. Da bist du nicht alleine, sondern ich bin mit dir gekreuzigt. Da ist mein alter Mensch mitgekreuzigt. Und nächster Schritt, was Gott macht, er versetzt mich in Christus. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir ja tot waren in den Sünden, mit Christus, verbunden mit ihm, lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns
mit auferweckt, er hat uns mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Und diese Verbundenheit, die Gott da schafft ab dem, wo Christus für uns stirbt, lässt er mich, mein altes Ich, das von Gott getrennte Ich, in Sünde gewesen, lässt er sterben. Mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben, sagt die Bibel. Mit Christus begraben, mit Christus von jetzt immer verbunden, von jetzt an immer mit ihm auferstanden, mit ihm eingesetzt. Es gibt keine Trennung mehr. Ich bin jetzt in Christus hineinversetzt worden. Und jetzt wird es ja noch spannender. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Jetzt kommen wir in ein doppeltes In. Ich bin in Christus versetzt worden und Christus lebt in mir. Wir sind jetzt, und das ist eigentlich das, wo wir das neue Bild für brauchen. Die Bibel sagt eben, wir versuchen das immer mit dem Alten, was wir mal waren, in Einklang zu bringen. Und die Bilder passen nicht mehr. Weil nämlich das neue Bild ist, ich bin jetzt, Moment, da fehlt mir eine Folie. Wir sind eine neue Schöpfung geworden, 2. Korinther 5, Vers 17, etwas, das es tatsächlich vorher noch nicht gab. Also haben wir kein Bild. Es gab es vorher nicht. Diese neue Schöpfung wird erst mit dem Tod Jesu für uns geschaffen. Wir werden in Christus geschaffen. Nicht mehr isoliert von Gott, sondern unser ganzes Sein wird in Gott hineinversetzt und Gott in uns. Und deswegen heißt es dann in der Schrift, wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Er ist wirklich neu geschaffen von Gott. Das Alte ist vergangen, siehe ein Neues, und im Griechischen heißt es Kainos. Wir sind eine Kainos-Schöpfung, etwas, was es vorher nicht gab. Im Epheser heißt es, wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Wir sind neu geschaffen in Christus Jesus. Und das ist etwas, was wir vorher nicht waren. Wir waren nicht neu geschaffen. Gott erneuert nicht das, was wir mal waren, sondern Gott hat eine neue Schöpfung in Christus gemacht, nicht außerhalb von ihm, hat überhaupt keine Ebene von Trennung mehr, sondern wir sind mit Christus verbunden worden, mitgekreuzigt, mitgestorben, mit auferstanden, alles mit in ihm, so verbunden, dass Gott sieht das überhaupt nicht getrennt. Für immer verbunden. Eine ganz neue Schöpfung. Und unser Sein ist eben jetzt ein Innensein. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir leben in Christus, in seinem Reich. Und Gott lebt in mir. Und unser ganzer Lebensraum ist nur noch innen, nie mehr außen. Die Vorstellung irgendwo außen, da ist Gott, ich bin da, ist absolut falsch. Das Bild stimmt nicht. Das ist ein altes Erlebnisbild. Es ist nicht gemäß der neuen Schöpfung. Die neue Schöpfung ist aber eben auch eine Schöpfung, wo Geist und Geist verbunden wird. Und wo wir mit, deswegen können wir auch mit den Augen des Herzens sehen, und das alles wird ja aktiviert. Das heißt, wir haben eine andere Dimension des Seins. Der letzte Adam, Christus, ist ein lebendig machender Geist. Der erste Adam ist eine lebendige Seele. Und wir sind mehr als lebendige Seele jetzt.
Wir sind jetzt verbunden in Christus mit lebendig machendem Geist. Und das heißt, diese ganze neue Schöpfung hat eine Geistdimension, die für uns erstmal im Natürlichen ganz schwer vorstellbar ist. Aber erstmal dieses Innen, 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 Innen und Gott in mir und ich in ihm und mit. Nirgendwo ist mehr ein Wort von Trennung, nirgendwo etwas, dass Gott das getrennt sieht. Er sieht mich immer innen und er wohnt in mir. Ich bin sein Tempel, sein Wohnort ist in mir, mein Wohnort ist in ihm. Meine Lieblingsbibelstelle. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Das ist eben, was Paulus, deswegen sagt er das. Ihr habt jetzt eine ganz andere Existenz, die spielt sich woanders ab. Das ist, ihr seid versetzt in ein anderes Reich, in eine andere Ebene. Ihr seid gleichzeitig Mensch noch hier und gleichzeitig mit Gott verbunden, untrennbar. Euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Das ist die Realität, die Gott geschaffen hat. Und was könnte für ein Bild uns da helfen? Ich habe hier eine Matruschka mitgebracht. Weil das ist für mich eine Möglichkeit, sich das vorzustellen. Ich mache die mal auseinander. Matruschka kennt ihr ja, das ist so immer eins in dem anderen. Und jetzt will ich mal die drei erstmal aufbauen. So. Okay. Eins, zwei, drei haben wir hier. So. Mein alter Adam stirbt. Ich werde in Christus neu geschaffen. So. Und da ist mein Sein. Das ist mein Sein. In. Und versteht ihr, warum dann Gott tatsächlich mich in Christus sieht? Und wenn er auf mich sieht, das sieht. Und dann ist mein Leben mit Christus und in Christus verborgen in Gott. Denn Christus ist ja auch im Vater. Und der Vater in ihm. Und dann ist außen im Moment der Vater zu sehen. Aber alles ist in ihm und mit ihm vereint und nicht getrennt. Ich kann mich da immer hinwegdenken und sagen, ich fühle das gar nicht. Ich fühle mich getrennt. Quatsch, kannst dich so fühlen. Kannst dich hinaus katapultieren in deinen Vorstellungen. Ich rate dir aber, dich hinein zu katapultieren in deinen Vorstellungen. Und das fällt uns sehr schwer. Wir haben noch kein Bild. Und ich hoffe, das hilft euch, ein Bild zu bekommen, was es bedeutet. Mein Leben, das bin ich. Ich, Rosemarie, du Christiane, mein Leben ist mit Christus. Verborgen. So, und dann soll der Feind mal dich finden. Wo bist du denn? Weg bist du. Verborgen. In Gott. Und mehr innen geht nicht. Deswegen sage ich, unsere neue Existenz ist, wir sind die Innis. Wir haben eine Innenexistenz, keine Außenexistenz. Wir sind innen. Und wenn ihr mal die Bibelstellen, also nehmt euch mal nur das Kapitel Epheser 1 bis 3 und unterstreiche euch alles, wo heißt es, in Christus, mit Christus. Ihr werdet staunen. Es ist unglaublich viel, was allein in diesen drei Kapiteln drinsteht von in Christus, mit Christus. Und dann gibt es noch durch Christus. Aber meistens ist es mit und in. Und wenn von dir und mir die Rede ist, dann wird immer nur in Verbindung gesprochen mit in und mit und oder durch ihn. Aber
nie wirst du sehen, dass Gott dich isoliert von Christus weg sieht oder adressiert. Der Paulus und die Briefe beschreiben uns immer mit Christus, in Christus, durch Christus, verbunden, 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 verbunden. Und Gott trennt nicht mehr auf, was er verbunden hat, ja? Sondern wir haben natürlich die Freiheit. Wir können sagen, ja, will ich nicht bleiben. Jesus hat ja gesagt, bleib mal da drinnen. Bleib mal in mir. Nö, kannst du sagen, will ich nicht. Ich verlasse das Haus. Aber die Tür steht immer noch offen. Und dein Sein ist trotzdem nicht, wenn du denkst, du bist dann von Gott getrennt. Du hast dich rausbegeben aus dem deinem Seinsort. Das wird dir nicht gut bekommen. Ja, du wirst deswegen, es ist immer, die Tür ist, du kannst rein und raus gehen. Gott macht sie nicht so zu, dass er dich einsperrt. Aber dein Sein, was er geschaffen hat, ist ein Innensein und kein Außensein. Und deswegen bleib da drin und lass dir dieses Bild vom Heiligen Geist vor Augen malen. Bleib in dieser, also wir brauchen dieses, dass der Geist uns zeigt, was das bedeutet. Und ich möchte zum Schluss mit euch eine praktische Übung machen. Und zwar, ich sage jetzt mal, wie die aussieht und wir werden das nachher zusammen anhand einer Bibelstelle machen. Und du kannst dir, das kannst du nachher mit ganz vielen Bibelstellen machen. Wie kriegen wir eben Bilder? Wie kann uns der Heilige Geist auch Bilder vor Augen malen? Ich werde die Bibelstelle dann mit uns nehmen. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wo ist denn eigentlich die Band? Sitzt die hier irgendwo? Genau, die Band sitzt da hinten. Ich brauche dann nachher so ein bisschen Hintergrundmusik, die hilft uns. Und jede Bibelstelle, die ihr nehmt, nehmt sie so, dass ihr als erstes Gott für das, was er getan hat, also dass er dafür dankt und das wahrnehmt, das ist eine Tatsache. Die muss ich jetzt nicht in Frage stellen. Deswegen danke ich ihm dafür. Das ist eine Tatsache. Das hat Gott geschaffen. Das mache ich nicht. Ich versetze mich nicht da rein. Gott hat mich in Christus versetzt. Gott hat mich in sein Reich versetzt. Das kann ich nur mit Dank annehmen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass sowas immer persönlich da mache. Eine normale Aussage nehme und danke, dass es mir gilt, dass Gott das mit mir gemacht hat. Und dann als zweites, dass man um dieses Öffnen der Augen betet und dass du dann dieses Wort nimmst wie ein Fensterrahmen und dem Heiligen Geist erlaubst, das auszumalen. Du kannst deine Vorstellung erstmal gebrauchen. Mach gar nichts, halt sie auf der offenen Hand. Wie stelle ich mir jetzt gerade das vor? Und dann kommt der Heilige Geist und fängt an, diese Vorstellung weiterzuführen und dir was zu offenbaren eben. Und das merkst du. Es ist ein Unterschied, ob ich mir selber gerade versuche, das jetzt vorzustellen oder ob Gott mir eine Offenbarung gibt, ja, und dann nachher, wenn du ein neues Bild bekommen hast, dann proklamiere das, was du bekommen hast und sage noch mehr so, das ist die Wahrheit und in der lebe ich, das ist nicht nur vier Verstand, so, ups, ich wässere hier das Gebetshaus, und, sondern das ist etwas, was gilt und was auch wichtig ist, dass ich das bekenne vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wenn nämlich die wissen, dass ich weiß, die wissen ja besser, was ich nicht weiß, weil die in der geistigen Welt geöffnete Augen haben, die ich oft eben noch nicht habe. Aber wenn ich sage, so, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo ich bin, ich weiß, was das Reich ist, ich weiß, was Gott mir gegeben hat, das macht ganz viel aus. Und ich würde euch jetzt einfach einladen, ihr könnt sitzen bleiben oder stehen bleiben. Und zwar nehmen wir diesen Bibelvers. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und als ersten Schritt
danke Gott persönlich dafür, dass das dir gilt. Und sag ihm, danke Gott. Ich formuliere, gehe mit euch die Schritte durch, aber ich lasse euch gleich Raum. Ich mache nur so ein kleines Beispiel für euch, damit ihr, ich fange an, was zu beten und dann betest du selber. Danke Gott. Du hast das getan, du hast mich errettet. Aus einer Herrschaft, aus einer Zwangsherrschaft, aus einer Ebene von totaler Dunkelheit, wo ich Angst hatte, wo ich bedrängt war, wo es mir nicht gut ging. Mach du weiter, bete du, was in deinem Herzen ist über diese Bibelstelle. Was hat Gott getan? Danke ihm.